Hallo, hallo Menschen da draußen, willkommen zurück zu Stardew Valley und wir sind wieder da. Wir gehen ins Bett und starten das neue Monat oder das neue Saison. Das neue Saison, du bist so smart. Die neue Saison, natürlich das neue, die neue Jahreszeit. Ich bin schon so verwirrt. Mein Kopf, also, Explosion, Explosion. Erster Tag im Herbst, Jahr 1. Guten Morgen, Freunde. Ja, okay, nehme ich. Schau mal, wir haben eigentlich echt noch viel. Wenn du das genau so eigentlich siehst, so, wenn man es genau betrachtet, haben wir noch echt viel Pflanzen. Erstmal, meine Priorität liegt mal darin, alles zu pflanzen, was wir. Warte mal, Gießkanne nehmen wir trotzdem mit. Alles mal anzupflanzen, was wir noch an Samen haben. Das passt halt für diese Saison. So, wir haben Herbst. Sommer oder Herbst, ja. Dann haben wir im Herbst Aussehen, braucht die gesamte Jahreszeit. Mach mal. Herbst. Herbst, Herbst. Okay, ja. Dann haben wir noch das für den Herbst. Das für den Herbst. Sommersaat können wir natürlich jetzt nicht mehr machen, ist klar. Und dann noch gemischte Saat. Ich glaube, wir machen auch ein paar Blumen. Und dann machen wir das wieder wie jedes Jahr und gehen zu Pierre. Und holen uns dann dort, wie soll ich sagen, holen uns von dem dann die Samen, die wir dann alle noch fürs Community Center brauchen. So. Da sind die. Okay. Dann machen wir jetzt ein bisschen Dünger. Ich glaube, 15 Dünger sollten das jetzt werden, oder? Perfekt. Und da werden wir dann unsere Kürbisse drauf pflanzen. Lol, wir haben sogar noch was übrig. Okay. Ja, dann machen wir hier noch ein paar Felder. Und dann machen wir hier Kürbisse. So. Okay. Dann hier noch die Artischocken. Dann ein paar Mixed Seeds. Und dann machen wir hier noch weiter. Aber ich hole mir erstmal noch von Pierre dann die Samen. Wir werden erstmal auch hier ein bisschen gießen. Ist lustig, am ersten Herbsttag erntet man schon was. Das ist schon cool mit dem Sommer- und Herbstding. Es ist halt auch logisch, theoretisch. Ich meine, bei Mais weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht, ob es das so logisch ist, aber. Ah, hier hätten wir eigentlich schon länger machen müssen. Ich mache das jetzt extra nochmal, um mich ein bisschen zu bestrafen. Das hier gehört auch alles gewässert. Dann streicheln wir noch unsere süßen Hühner. Weht da gerade der Wind? Das hört sich schön an. Hundi. Hundi. Wam, wam. Hundi. Wam, wam. So, da. Unsere Eilis. Genau. Perfekti, perfekte Mende, haben wir wieder neuen Köder für unsere Angel. Das ist ja ganz spannend eigentlich immer mit dem Köder und so. So, und hier noch. Wir haben so viel Saatgut, das ist crazy. Wir könnten anpflanzen ohne Ende. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollte, ob man das machen sollte, theoretisch. Ich meine,
Irgendwie schon, oder? Aber es dauert halt ewig. Ich meine, wir können jetzt noch so viel dazu machen, dass wir überall die fünffache Ding machen. Joja Cola. Puh, haben wir glaube ich sogar noch. Hallo Pierre, du geiler Fucker. So. Ich glaube, als nächstes kommt das. Das kommt als nächstes. Weil jetzt ist es schon mühsam. Gewissermaßen. Für gewisse Situationen. So, wir können trotzdem noch Kürbisse kaufen. Weil, ich glaube, war das nicht Abigail, die die Kürbisse liebt? Warte mal, Leute. Abigail liebt Kürbisse. Deswegen brauchen wir von denen relativ viele. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, na gut, dann kaufen wir noch ein paar Kürbisse. Das waren jetzt vielleicht ein paar viele. Mais ist auch natürlich schwierig, weil wir haben schon Mais und egal. Wir machen jetzt überall noch. Kann aber danach mehrmals geerntet werden, ja. Das ist sowieso sehr wichtig. Weizen können wir ein paar kaufen sogar. Dann müssen wir noch Weintrauben. Kann man auch öfter ernten. So, dann haben wir noch Sonnenblumen und Feen. Schwierig, ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, da pflanze ich lieber ein paar Blumensamen aus. Ja, was kann man öfter ernten? Preiselbeeren auch, glaube ich, gell? Und was brauchen wir hier eigentlich alles? Korn haben wir, Aubergine haben wir sogar zwei, Kürbis haben wir und Süßkartoffel haben wir. Können wir vielleicht noch eine zweite nehmen, falls wir für irgendwas, auch was auch immer, eine Süßkartoffel brauchen. So, okay, dann gehen wir jetzt mal wieder nach Hause. Ich weiß, wir haben jetzt sehr viel Geld ausgegeben. Ich glaube, wir haben 2000 für Saatgut ausgegeben. Aber ja, Saatgut ist halt auch teuer. Ich meine, wenn du alles 1 zu 1 so verkaufen würdest, wie du es kaufst, also dann halt das Geerntete natürlich, dann wäre das eh auch worth. Also dann hättest du eh Gewinn gemacht. So, wir machen jetzt auf jeden Fall da noch weiter. Weil es ist auch schon egal. Ja, wir können sowieso nicht meinen gerade oder irgendwas. Also in der Mine können wir schon meinen, aber wir kommen da sowieso nicht unbedingt weiter. Ja, hier pflanzen wir was man öfter ernten kann, aber das Aubergine kann man mehrmals ernten. Also eine Aubergine mal. Dann Preiselbeere kann man mehrmals ernten, also Preiselbeere. Ja, und vielleicht schon eine Weintraube. Ich weiß, das ist zwar blöd, wenn das so in der Mitte steht. Aber ja, gibt Schlimmeres so. Dann hier Oberschienen, dann noch so am Rand. Und ein bisschen Weizen in dieser Reihe. Weil das gerade ganz gut zusammenpasst. So. Dann bauen wir noch. Ein bisschen Dünger brauchen wir noch. Wir haben 7 Dünger brauchen wir noch. Das heißt, eigentlich können wir eh nur 8 machen. Also wir können, obwohl, ne, wir können 14. So, dann können wir nämlich genau 7 Dünger machen. Wobei das eine dumme Ansichtssache, also Ansicht ist, weil wir können ja noch mehr Dünger machen. Im Endeffekt ist es ja ganz egal. Das muss jetzt nicht. Ich meine, für die Kürbisse möchte ich Dünger haben, weil die sollen eine gute Qualität haben. Andererseits, einerseits für Abby und andererseits auch
Für das Community Center gibt es ja noch dieses Quality Pack da. Mit 5 Premium Kübis. Ah, das gibt es auch für Mais. Na gut, Mais haben wir sogar schon, oder? Ja, Mais haben wir locker schon. Melonen haben wir fast auch schon. Also brauchen wir nur mal 2 dann im Sommer. Ja, von dem her. Süßkartoffeln bauen wir noch an. Und dieses eine Ding da. Egal, das kommt noch. Ist ja jetzt, zum Glück ist es nicht lebensnotwendig, also brauchen wir jetzt nicht fürs Community Center oder irgendwas. Und von dem her ist es dann nicht so tragisch. Und ja, jetzt haben wir halt viel Feldpflanzen. Müssen wir halt jeden Tag länger gießen. Was theoretisch kein Problem sein sollte. So. Also. Haben wir neues Saatgut, das wir hier hinzufügen können. Sobald es leer ist, können wir da noch gemischte Samen und alles reinmachen. Ist crazy. Im zweiten Jahr können wir das dann sowieso so machen. Warte mal, du armer Hund. Im zweiten Jahr werden wir das sowieso so machen, dass... da werden wir das dann so machen, dass wir dann nur mehr wahrscheinlich diese gemischten Saaten und so anbauen. Außer das, was wir wirklich unbedingt brauchen. Das werden wir natürlich dann kaufen noch. So, was... Achso, wir brauchen ja eigentlich eh das Rucksack-Upgrade bald. Also, wir brauchen es nicht unbedingt, aber ich möchte es haben. Da verkaufe ich jetzt mal 6 gute Mayonnaise. Und ein paar Fische wieder. So random. Da, wo wir viel Fische haben, nehmen wir halt immer so ein paar raus. Und genau, dass wir einfach da ein bisschen Kohle bekommen, aber auch trotzdem noch was auf Lager haben, damit man hier dann noch das verschenken kann oder für Quests nehmen kann. Das hätte ich jetzt so geplant. Ja, und was gibt's hier? Kann man auch ein paar Sachen noch verkaufen. Die bringen 50 pro Ding, also das wären jetzt auch 500 Gold schon. Also ja, da kommt schon was zusammen. Wenn wir das jetzt alles verkaufen, haben wir schon ganz schön Kohle gemacht wieder. Sollten schon um die 2.000-3.000 mindestens mal sein. Ich hoffe natürlich mehr und bin ein bisschen pessimistisch an sich gerade. Aber... ja, wann ist eigentlich unsere Axt fertig? Ich glaube heute noch nicht, oder? Das wäre fast unmöglich. Aber wir gehen trotzdem schnell zu Clint noch, bevor er zusperrt. Einfach nur, dass wir ihn fragen. Der wird jetzt sagen, morgen. Ich arbeite noch an der anderen Schale, wird heute nicht fertig werden, okay? Heute nicht fertig werden. Okay, dann schätze ich mal an. Ich glaube, dass immer nur ein Tag Pause ist. Ich weiß nicht, was wir könnten theoretisch nach diesem Babykopf da suchen. Weil dieser Babykopf da droppt, theoretisch kann diese Schriftrollen für die Zwerge droppen. Und es gibt diesen einen Zwerg, mit dem muss man reden und da muss man alle 4 Schriftrollen schon gefunden haben. Ja, egal, wir können auf jeden Fall trotzdem ein bisschen herumlurken hier. Ein bisschen schauen, vielleicht Amethysten finden oder was auch immer. Wie gesagt, dadurch, dass wir dann Kürbisse bekommen, können wir dann Abigail sowieso auch immer was schenken, was sie liebt. Apropos, wann ist der Geburtstag? Das ist jetzt wichtig. Ich glaube 13 oder so, also irgendwann in der Mitte. Zumindest denke ich mal nicht am Anfang. Naja. Am 1. wird schon nicht sein. Sonst können wir ja heute noch schauen, dann auf dem Board, auf dem Kalender. Aber wird schon. Ich vertraue mir da selbst jetzt mal. Und sonst, ja, dann haben wir halt den Geburtstag vergessen. Sie hat auch unseren vergessen.
Apropos, gibt man eigentlich seinen Geburtstag an? Farmjunge. Oh, keine Ahnung. Keinen Plan. Ja, diesen Pilz brauche ich noch fürs Community Center. Ah, da ist ein Ball. Boah, wie viele Hits noch, Bruder? Komm, Fledermaus, stirb doch mal. Geil. Das ist ein Ball. Die Bälle müssen wir besiegen. Ah. Nein, ich meine keine Schleimbälle. So, sehr gut. Okay, hat das nicht gedroppt, leider. Schade. Okay, wir nehmen noch die ganzen Pilze mit, das sind echt viele. Und dann gehen wir einfach, weil die Schleime jucken mich gerade gar nicht. Weil es natürlich trotzdem noch die Quest gibt, mit alle Schleime, also eine gewisse Anzahl an Schleimen besiegen und eine gewisse Anzahl an das und das besiegen und so weiter. Ja. Wurscht. Cool, dass wir schon mal überhaupt so einen Gegner gefunden haben, das habe ich schon mal gefeiert. Ey, die Dinger sind so nervig, Gott. Verstecken sich immer wieder. Halt doch deine Fresse, du kleines Nuckenkind. Okay, nochmal schauen. Wir haben sowieso fast keine Leben mehr. Das Ding ist immer, dass diese Gegner immer noch alle viel zu stark sind, einfach für uns. Ich glaube, ich müsste den. Ich habe so einen Ring, der verstärkt Knockback, also Rückschlag, Rückstoß. Und den sollte man, glaube ich, auswählen gegen diese ganzen Gegner, weil die alle keinen Rückstoß bekommen. Oder wenig Rückstoß bekommen, also. Und das ist halt aber das Problem dann. Immer wieder. Immer wieder Österreich. Na gut. Wir können eigentlich jetzt schon runtergehen. Also raufgehen generell, weil so oder so wäre die nächste Ebene auch mit dem Fahrstuhl erreichbar. Also ja. Mine verlassen, aber wir gehen jetzt nach Hause. Ja, wie gesagt, dieser Zwerg, mit dem kann man sprechen, wenn man diese Rollen dann hat. Und der hat dann auch so einen kleinen Shop. Aber wir gehen jetzt normal nach Hause, weil wir zum Community Center noch gehen und die zwei Dinger da vorbeibringen, den Pilz und den roten Pilz. Und dann gehen wir pennen. Dann gehen wir schlafen. Haben wir einen schönen Tag gehabt heute. Ja, im Herbst ist ja irgendwann dann die Brombeerernte. Also die, ja, heißen glaube ich sogar eher auch im Deutschen Brombeer. Die ist dann und ja. Genau, die ist dann einfach. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier den Pilz und den Pilz. Dann fehlt uns noch der Morchel, den haben wir, und eins dieser Dinger. Okay, dann craften wir uns das auch mal. Was kosten? Kupfer und Holz. Kann ich mir leisten. Das kann ich mir leisten. So. Kupfer und Holz, Gott der Holz.
ich jetzt noch mache. Die Pilze habe ich eigentlich immer da reingewartet, aber das wird sich nicht ganz ausgehen. Ah, es ist so anstrengend. Weil wir einfach auch... Aber auch so viel... Ah, wir brauchen wirklich wieder mal eine andere Kiste. Warte mal, da haben wir die Schwammerl reingemacht. Okay, ja, dann. Komm, dann holen wir uns die Schwammerl hier raus. Alle machen wir, dann mache ich alle gleich. Also dann mache ich die alle gleich da rein. Wobei natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen diesen Pilzen und diesen, also diesen Pilzen. Das sind halt so Mining-Pilze, keine Ahnung. Aber egal. Gibt wirklich Wichtigeres so. Okay, dann machen wir erstmal noch Kupfer. Weil wir haben sogar Kupfer, lol. Und Gold. So, dann das rein. Ja, ja, es wird spät, ich weiß. Okay, Leute, dann starten wir einen neuen Tag, oder? Fuck, falsch. So. So nämlich. Ja. Ja, 4000 Gold, das kann man lassen. Aber 6 Mayonnaise einfach schon der Carry, weißt du? Wir verkaufen 10.000 Fische und davon einige mit Iridium-Qualität und was auch immer. Und dann das bisschen Mayonnaise. Einfach, ja. Easy geregelt. Und das war auch stark. Aber ja. Aber ja. Wir könnten ja dann auch, aber da bräuchten wir wieder 5000 Gold oder 10.000 Gold sogar. Bei Willi gibt es ja so einen Fischräucherer, da kann man dann auch die Fische räuchern. Deswegen möchte ich ja auch gar nicht zu viele Fische verkaufen. So, was brauchen wir da noch? Kupfer und Holz, okay. Holz ist eigentlich random, wobei random, ja, geht sogar. So, also 40 Holz. Ja, und jetzt können wir das craften. Beziehungsweise wir könnten ja noch schauen, was gibt es denn noch? Können wir eigentlich diese Weinfässer schon machen? Nein, oder? Das wäre ja jetzt ein bisschen blöd. Nein, können wir nicht. Okay. Bienenhaus wäre geil. Das können wir auch noch machen. Jetzt machen wir erstmal einen solchen Zapfer. Was brauchen wir fürs Bienenholz? Ahorn. Und Ahorn ist... Was davon ist Ahorn? Das war Ahorn. Also die roten sind Ahorn. Habe ich irgendwo hier oben einen roten? Ja, hier. Das Problem ist, ich möchte das auch sehen aktiv. Dass ich... So. Hühner streicheln, heute bekommen wir eh unsere Axt. Verdammte Axt. Ja, wir schauen mal, wie weit wir mit unserer Ding kommen. Sonne. So, habe ich das gerade gegessen? Hä? Nein, ich habe es angepflanzt. So. Okay. Und Eier rein. Ja, wir schauen mal, wie weit wir mit unserer Gießkanne kommen. Und dann, ja, ich glaube, wir kommen nicht ganz aus mit dem Wasser. Wir müssen noch mal voll machen. Aber egal. Eins, zwei. Ich stelle vor, wir hätten da jetzt noch die normale Gießkanne. Da würde gar nichts weitergehen dann. Na gut, ich bin gespannt, wie viele Kürbisse dann mit guter Qualität dann rauskommen. Also mit dieser Gold, also mit diesem gelben Stern. Ich hoffe schon einige, weil, wie gesagt, das ist ja dann eigentlich später wichtig. Ja. Für das Community Center. So, oh lol, wir kommen sogar
ziemlich locker aus, würde ich sagen. Mit unserer, ja, mit unserer Gießkanne. Mayonnaise-Produktion ist wichtig für uns, weil es ist unsere Hauptgeldquelle gerade. Und wir brauchen, wie gesagt, die 10k für das Upgrade. Es wäre auch nice, die Spitzhacke abzugraden, aber das Problem an der Spitzhacke ist, die brauchen wir, naja, nur in der Mine, mit Anführungszeichen. Beziehungsweise es gibt schon so große Steine auch auf der Farm, die wir wegmachen müssen. Aber, ja, weiß ich nicht genau, ob das so werft dann ist. Cool, wir können aber auch mal 5 Mais nehmen und ins Community Center ballern. Eine Blaubeere fehlt noch und ich glaube eine Melone noch, oder? War das nicht demnach so, dem so? War dem nicht so? Genau, das fehlt uns aber alles noch. Können wir noch nicht bekommen gerade. Ja, genau, das war so. Und hier haben wir auch irgendwas, was hier reinpasst. Gar nichts. Theoretisch Chili. Könnten wir machen, glaube ich schon. Ja, und wir nehmen noch einen Mais mehr mit für das Herbstfeld gleich. Ja, perfekt. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder ins Community Center. Haben wir hier noch irgendwas mit für die Stadt? Nein. Okay, okay. Ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass wir gerade nicht mehr wirklich minen können. Oh, das ist das Questbrett. Das habe ich noch nie verstanden, ehrlich gesagt, warum es das gibt. Oh, hallo, Servus Bernd, du bist eh zur perfekten Zeit auftaucht. Hä? Es ist unser neues besonderes Bestellungsbrett. Robin und ich haben es gemacht. Louis, du hast nur die Nägel gehalten. ignoriere es einfach. Jetzt lass mir klären. Seitdem Staffel 2.0 Hof wieder im Geschäft ist, hat sich die lokale Wirtschaft wieder belebt. Infolgedessen haben wir der Ortsansässigen eine Möglichkeit gefragt, lokale Zutaten für ihr Geschäft und persönliche Projekte zu beschaffen. So sind Robin und ich auf die Idee gekommen, besondere Bestellungen Brett zu machen, wo Leute größere Aufträge hängen können, ja. Ja, zum Beispiel habe ich vor, Hartholz für ein Brett anzufordern, das ich anfertigen möchte. Ich werde dich nicht in Verlegenheit bringen, aber wenn du mir aushelfen willst, kannst du den Auftrag einfach von diesem Brett annehmen. Wer weiß, wenn das Brett gut wird, werde ich vielleicht anfangen, sie in meinen Laden zu verkaufen. Ich freue mich darauf, ja. Keine Ahnung. Also haben wir gedacht, Bernd, dass der das... Von dir hätte ich nichts anderes erwartet. Also, bist du dabei? Kann eh nur ich annehmen, es kann eh kein anderer machen. So, du bist sicher beschäftigt, wir werden dich nicht mehr ausfallen jetzt. Wir wissen deine Bereitschaft zu schätzen. Mach's gut. Fick gut. Okay. Ja. Okay. Spannend. Spannend, spannend. Aber ich weiß nicht ganz genau, warum man da ein extraes Questbrett dafür macht. Weil wir haben schon ein Questboard. Warum macht man da nicht einfach 2 Quests oder so drauf? Keine Ahnung. Naja. Sachen gibt's halt. Okay, also, hier, Melone, ja, das bringt uns jetzt nichts, obwohl, oh ja, Qualitätssprenkler bringt uns schon was. Ich dachte, da bekommen wir jetzt wieder so Samen für diese jeweilige Jahreszeit drauf. Achso, wir müssen hier nur 3 platzieren, das heißt, wenn wir hier 5 Kürbisse schaffen und, weiß ich nicht, im Frühling dann 5 Pastinaken, dann haben wir das. Dann hätten wir das. So. Ja, dann schauen wir halt mal runter auf dieses Board. Ich hoffe nur, dass diese Aufträge nicht zeitlimitiert sind. Weil, wie gesagt, da steht halt größere Mengen von. Was haben sie gesagt halt? Ich habe mal
Wo ist das? Gefällt. Sechs Teile, schon eine Zeit, okay. Die Anzahl von Skeletten in den lokalen Höhlen haben den Bergbau gefährlich gemacht. Für andere Leute, nicht für mich. Es gibt gutes Geld für jeden. Warte, man kann nur eines wählen? Okay, dann nicht. Was? Warum kann ich nicht beides machen? Okay, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Quest. Okay, ich verstehe schon, das sind längere Quests. Ist aber auch besser so, weil dann kommt es nicht immer so aufs Glück drauf an. 50 Skelette töten, das machen wir jetzt. Ich glaube, Skelette sind von 60 bis 70 auf diesen Ebenen. Da habe ich Bock drauf. So. Schauen wir mal, ob unsere Theorie stimmt. Nein. Sind die dann von 70 auf 80? Ja, sieht schon besser aus. Sieht schon skelettiger aus. Okay. Das Gute ist, dass Skelette jetzt auch nicht die seltensten Dinger sind, die es gibt. Und sie haben auch einen angenehmen Rückstoß, was es wirklich halbwegs angenehm macht, sie zu farmen. Also ja, ich bin ganz zufrieden. Das Problem ist wieder nur, für Monsterjagd-Quests müsste es irgendwas anderes geben, dass man die Miete, die Ebenen ändert, also wechselt. So. Dass es irgendwie ein kleines Dungeon gibt. Oder eine Ebene immer gibt, wo es nur Monster gibt, die man besiegen muss. Alle 10 Ebenen. Und dass man diese Ebene immer wieder besuchen kann. Naja. Man muss halt wahrscheinlich einfach, muss man das abusen, dass man mit dem Aufzug immer wieder runter geht. Es hat anders keinen Sinn. Weil du kannst nicht einfach so viel Energie verschwenden. Dann hast du halt einfach keine Energie mehr. So. Also es scheitert halt einfach an der Energie und nicht am Leben und am Kampf. So, sag ich jetzt mal. Siehst du, diese Ebene ist komplett für den Arsch. Da gibt es kein Skelett. Ja, deswegen gehen wir einfach wieder. Wir sind jetzt 72, jetzt gehe ich mal 75. Warum nicht? Da spawnt ja wieder was. Genau, hier ist wieder ein Skelett. So. Aber 50 ist schon hardcore. In ein paar Tagen. Ich meine, wir machen das jetzt als unsere Hauptbeschäftigung. Also das sollte jetzt. Wir werden halt immer wieder hochgehen und runtergehen, bis die wieder halt spawnen. So. Also, du verstehst, was ich meine. Ich werde jetzt wieder auf 70 gehen und wieder neue Skelette spawnen. Weil ich wäre ja blöd, wenn nicht. Und wenn hier keine Skelette spawnen, ja gut, dann ist das System sowieso fucked up. Weil, wenn wir uns nicht darauf verlassen können. Warte mal. Ist die Ebene nicht resettet, oder was? Ist es genau wieder das, was es vorher war? Wird das jeden Tag geresettet? Oh gut, der Geist war ja auch vorhin noch nicht da. Naja. Wenn es hier keine Skelette gibt für mich, dann halt nicht. Ja, wow, was? Wir bekommen zwei Skelette maximal pro Ebene. Weißt du, wie krank das ist? Das ist ja gigakrank. Ja, Alex soll scheißen auf seine Cola, die interessiert mich nicht. Laut Wikipedia, die Ehemündigkeit von Österreich ist 18 Jahre. Okay. Danke, Alexa. Okay, es spawnen also trotzdem Skelette. Das ist gut. Dann müssen wir einfach immer wieder hoch und runter gehen und hoch und runter gehen und hoch und runter gehen, bis dass wir genug Skelette haben dann. Ja, das schaffen wir. Das Gute ist, da brauchen wir nicht allzu viel Energie dann. Weil wenn du wirklich jeden Run dann auch noch 1000 Energie brauchst, dann wird es halt anstrengend, weil du brauchst ja auch Leben. Ich meine,
Ja, meistens gibt jedes Essen Leben und Energie. Von dem her geht's ja. Wenn wir jeden Tag 10 Skelette besiegen, schaffen wir es. Aber das ist halt schon anstrengend, 10 Skelette besiegen. Theoretisch musst du ja schon ganz schön viel machen dafür. Es ist nicht schwierig oder irgendwas oder herausfordernd, die Skelette zu besiegen, sondern einfach die zu finden. Also, gut. Kommt her, meine Süßen. So, na gut. Ich weiß nicht, dann gehen wir wieder hoch und gehen wir wieder 75. Ich glaube, das ist der way to be. Das war falsch. So, wie viele haben wir jetzt geschafft? Wir haben 9. Also ja, theoretisch liegen wir gut im Zeitplan. Ja, ein Skelett wieder zum Glück. Aber wenn du wenigstens ein Skelett pro Reset hast, sag ich jetzt mal, dann geht's ja. Dann geht das ja halbwegs. Ich sag jetzt mal, wenn du dann Mine verlassen. Also ich sollte immer den Aufzug verwenden. 70. Hallo, Skelette, seid ihr da? Ja, ich glaube, dass trotzdem die Spawnrate immer ein bisschen sinkt. Weil du siehst, wir haben hier gar kein Skelett. Naja, wenigstens haben wir hier einen Tunnel nach unten. Das ist ja was wert. So, hallo Skelett! Ich finde es unfair, dass du über Steine schießen kannst. Ich meine, ich könnte es glaube ich auch, wenn ich die Schleuder mit hätte. Naja, okay. Ja, 12 Skelette. Viel ist es nicht, aber es ist ehrliche Arbeit. Es ist wirklich ehrliche Arbeit. Aber stell dir mal vor, du bist ein ganz normaler Dorfbewohner und hast so Skelette einfach da. Also, ja, ist schon crazy. Ist das Knochenschwert ist besser, oder? Weil es einfach schneller geht. Ja, okay, cool, dass wir das Knochenschwert freigeschalten haben. Aber es ist halt irgendwie, kommt es mir falsch vor, weil das andere Schwert war sehr viel mehr Arbeit. Gut, aber gut, ja. Naja, war nicht sehr viel bearbeitet eigentlich, aber ist ja wurscht. So, ein Skelett haben wir hier wieder. Komm her, mein Freund. Ja. Das Gute ist, wie gesagt, Geschwindigkeit. Ja, wir haben nicht so eine gute Crit-Chance oder so. Aber das, ich glaube, mit dem können wir leben, weil dafür ist es schneller und schwerer. Ich weiß nicht, was Gewicht heißt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der Rückstoß wäre, indirekt irgendwie. Also ja. Wir haben ein neues Mining-Level bekommen. Da sind viele Skelette. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Aua. Blöder Schleim. Okay. Die Ebene ist einfach perfekt. Gleich mit Treppen nach unten. Treppen vor allem. Leiter nach unten. Und sehr vielen Skeletten. Das ist genau das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Dass der Run eigentlich sein sollte. So. Ich muss da schnell durch. Dann haue ich in die verkehrte Richtung, aber ist egal. So, gibt es hier noch ein Skelett? Ja, gibt es noch. Dann komm zu mir, komm zu Papa. Komm zum Papa. Ja, komm her. So wie es jetzt aussieht, schaffe ich die Quest in 2,5 Tagen ungefähr. Das wäre so der Plan gerade. Gut. Sind hier noch mehr Skelette? Das wäre natürlich dann ein Träumchen. Ja. Ja, perfekt. Noch mehr Skelette. Also jetzt läuft's langsam. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Wenn die Skelette einmal ihre Schüchternheit überwunden haben, dann kommen sie eh wieder. Das dauert immer nur kurz.
Siehst du, 23 Skelette, das ist perfekt. Mehr willst du ja gar nicht. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen weitergehen tatsächlich? Können wir nämlich auch noch machen, weil mit dem Minecart nach Hause können wir ja wirklich ein bisschen länger mehr jetzt machen. Von dem her. Können wir noch eine Ebene clearen mit Skeletten? Juhu! Oh, wir haben neue Skelettteile bekommen. Geil. Schade, dass es diesen Ansturm von Tieren nicht mit Skeletten oder allem anderen gibt, was es halt gibt. Wow, so viele Skelette. Ich bin süchtig. Ich bin skelettsüchtig, aber ich muss mir jetzt da Zeit lassen. Auch wenn es dann ein bisschen spät wird. Weil die Fledermaus-Angriffe sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Gibt es noch ein Skelett hier? Ja, gibt es noch sogar noch. Lol, gibt es sogar noch. Ja, das nehmen wir noch mit und dann gehe ich. Ah, noch ein Skelett. Ja, das nehme ich auch noch mit und dann gehe ich. Das ist die 2, aber ich glaube, die 2 haben wir schon. Egal, schnell da runter und dann hoch. Wow! Jetzt müssen wir trotzdem noch schnell sein. Ja, fuck. Falsch. Bushaltestelle nämlich. Ja, jetzt können wir nicht mehr einsortieren und so. Jetzt müssen wir einfach direkt schlafen gehen. Ich glaube, bis 1 Uhr geht's noch, oder? Bis 1 Uhr soll es okay sein. Ja. Es ist zwar immer schade, dass wir über Nacht nicht Dings machen können. So. Was ist eigentlich dieses aus 2 Eisenbahnen können wir. Okay. Mhm. Alles klar. Schade natürlich, dass man die Nacht da nicht nutzen kann. Ich würde einen kühlen Leckerbissen geben, wenn es ein wenig Amarantia kann ich machen. Das wächst ja da eh. Sehr gut. Das da rein, das da rein. Was haben wir? Ein zweites Knochenschwert. Sehr cool. Das da rein, das so, das ist ein Forage Bowl, dann wo haben wir unsere Sprinkler hingelegt, da? Ja, 3 Sprinkler haben wir, das heißt wir können die eigentlich schon mal irgendwann verwenden. 33 Skelette! What? Ja, dann machen wir das heute gleich fertig, wenn wir schon dabei sind. Chili, kann man das? Ja, das kann man verwenden für das Schätzungsmotiv, genau. Dann nehmen wir aber ein anderes Chili trotzdem. Oder Blaubeere? Nein, wir nehmen Blaubeere. Wir verkaufen jetzt einmal Erdbeere. Und nehmen dann Blaubeere nämlich. So, dann brauchen wir. Können wir den Pilz auch einlegen? Ja, können wir. Cool. Und können wir die Starfruit, ich weiß nicht, die möchte ich mir aufheben. Da können wir mehr Saatgut draus machen. Aber so ein Korn kann man sich schon mal geben. Und ja, hier noch mehr Eier. So. Das heißt, das spenden wir dann ins Community Center rein. Apropos Community Center, was war noch der Plan? Ach ja, wir wollten dieses Backpack-Upgrade noch haben. Ja, aber das Problem ist, es wird noch lange dauern. Also lange, aber wir müssen halt dann noch wieder mehr verkaufen. Und ich bin halt ein Horter, ich bin wie so ein Wiesel, der das so horten will. So, ich brauche das, ich muss horten. Ich bin ein Wiesel, ich muss horten, ich bin ein Wiesel, ich muss horten. Ja,
Vor allem, ich weiß nicht, warum Wiesel horten sollen. Also, das ist, glaube ich, Bullshit meinerseits. Ja, ich weiß nicht. Also, wir bekommen für 2 bekommen wir schon. Also, für 6 haben wir bekommen wie viel? 2000. Wenn wir dann nochmal, dann bekommen wir 3000 wie diese 10 Mayonnaise-Gläser. Ich mach mal, dass wir 5-5 haben. Irgendwie wäre es schon gut, wenn wir morgen vielleicht direkt das Ding dann bekommen. Können wir irgendwas hier verkaufen, was Geld bringt? Das liebt jeder, das ist eigentlich cool. Was können wir noch verkaufen? Davon haben wir 17 Stück. So. Davon haben wir einiges. Dann haben wir. Gut, können wir noch ein paar Eier verkaufen. Dann können wir noch hier ein paar Pilze. So. Ein davon. Einen Dia. Bisschen sowas, 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 sowas. Verkaufen alles. Wir brauchen das Upgrade einfach. Es hilft ja nichts. So, 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 so. Das behalten wir noch. Fürs Community Center. So, da. Dann vielleicht noch ein paar Fische. Eine Krabbe. Karpfen, Brasse, da noch irgendwas. Gehen wir wieder zurück. So. Ja, ein paar von allen möchte ich mir schon behalten. So. Jetzt haben wir mal wieder genug verkauft. So. Check, 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 check. Wollen wir den Tag gleich skippen? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen ja noch die Skelettquest machen. Ja, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir nehmen uns irgendwas mit trotzdem noch. Weiß nicht, so Gelee. Kann man ein bisschen mitnehmen. Ja, das reicht dann, glaube ich, auch schon. Und dann können wir hier noch 2 Bahnen schmilzen. Machen wir 2 Eisenbahnen. So. Cool. Dann gehen wir jetzt wieder weiter. In die Höhle und werfen. Oh, eine Pflaume. Die können wir auch ins Community Center bringen. Aber was brauchen wir hier alles? Den Pilz haben wir theoretisch. Ja, kommen wir, lassen das erstmal. Wir gehen erstmal nicht ins Community Center. Ich weiß, wir haben jetzt 2 Plätze unnötig verbraucht. Wobei eigentlich. Ja, die können wir auch essen, die Pflaume. Wir werden sie schon wieder bekommen. Wobei, nein, egal. Wir können einfach reingehen. Kostet ja nichts. Lol, ich nehme gerade, ich sehe gerade, wir nehmen einen Tag schon wieder auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war schon wieder ein Tag zu viel. Ciao.